Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute einen Tag lang nur Sport machen. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Nico, warum drehen wir das Video heute eigentlich? Leute, wir drehen das Video heute, weil wir mega viel gecheatet haben über die Feiertage. Und aus dem Grund haben wir mega Lust, heute mal richtig viele Kalorien zu verbrennen, den ganzen Tag über Sport zu machen. Ich habe auch meine Fitbit hier um. Unser Ziel ist es, heute 10.000 Kalorien zu verbrennen, würde ich sagen. Also insgesamt. Ja, jeder 5.000. Mal gucken, ob wir das schaffen. So, Freunde, wir haben jetzt hier einen Sack vorbereitet mit 5 verschiedenen Sportdisziplinen. Genau, die werden wir nach und nach ziehen und dann dementsprechend ausführen. Wir haben richtig Bock drauf. Und wenn ihr auch Lust drauf habt, dann lasst jetzt mal einen Daumen nach oben da und schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie euer Weihnachten war. Würde mich mal interessieren. Wie war denn unser Weihnachten, Luca? Auf jeden Fall heftig. Ja, Mann, es war einfach nur sowas von schön, mit der Familie zu feiern. Luca, du darfst die erste Disziplin hier ziehen. Was wird das erste sein? Oh, Joggen. Das fängt ja schon mal gut an. Nico, ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal 10 Minuten. Genau. Und wir beginnen das Video um 13.39 Uhr. Ich bin bis jetzt 2246 Schritte gelaufen. Ich habe heute schon 1560 Kalorien verbrannt. Ich würde sagen, wir hauen einfach mal die Stoppuhr an. Und es kann losgehen. Ey Luca, ich habe mir gerade die Aufnahmen angeguckt. Ich laufe wieder wie der größte Spast, Mann. Wir laufen jetzt die Runde, wo wir als Kinder immer viel Zeit verbracht haben. Ja, genau. Leute, wir sind jetzt bei 9 Minuten hier und ich muss sagen, ich bin wirklich außer Atem. Und die gleichen Probleme, die ich sonst habe, treten auch auf. Das heißt Nagelschmerzen, unterer Rücken. Denn ich bin das einfach nicht gewohnt. Ich mache natürlich auch hier und da mal Cardio im Gym, aber das kann man damit gar nicht vergleichen. Nico, für mich ist das ja nichts mehr Schlimmes. Also für mich ist das eher schon Routine, weil durch Fußballtraining, ne? Luca, lass mal ein kleines Wettrennen machen. Hier ist das Ziel und wir beginnen da hinten von der Mülltonne aus. Jetzt heißt es Fußballer versus Bodybuilder, Mann. Nico, ich sehe ja schon, da bist du ja sehr dehnbar. Natürlich. Schön dehnen. Aber das Laufen ist nicht so dein Ding, oder? Nee, nee. 1, 2, 3, los! Ah, gewonnen! Gewonnen! So Leute, bevor es weitergeht mit der nächsten Disziplin, ziehen wir uns erstmal einen kleinen Proteinriegel hier rein. Nico, ich würde sagen, du kannst jetzt mal die nächste Disziplin hier ziehen. Genau. Das gute alte Gym. Jetzt machen wir das, was ich liebe, Luca. Hier, trinken. Ich bin richtig motiviert. Wir werden jetzt richtig das Gym zerstören, ne, mein Freund? Auf jeden Fall. Du kannst auf jeden Fall alleine weiterlaufen. Ich gehe jetzt Beinpressen machen. Komm, jetzt zum Schluss nochmal Turbo. 15, Junge. Komm, gib Gummi, Alter. 189 Kalorien verbrannt. Ich bin jetzt insgesamt 20 Minuten gelaufen. Genau, das ist nur der Cooldown hier. Abkühlung. So Nico, und jetzt Action. Jetzt möchte ich mal ein paar ordentliche Kniebeugen sehen. Und für Leute, die keine Kniebeugen beherrschen, sind diese Hilfen echt gut. Du machst quasi heute zum ersten Mal Kniebeugen und das sieht schon sehr perfekt aus. Bin stolz auf dich. Hast einen guten Trainer, oder? Nein. Kleiner Zwischenstand, ich habe jetzt schon nach einer Stunde 415 Kalorien verbrannt. Gym ist durch und jetzt gucken wir mal, wie viel Kalorien wir verbrannt haben. Wir haben 627 Kalorien verbrannt in einer Stunde 32. So, jetzt gibt es aber erstmal die nächste Mahlzeit, bevor wir die nächsten Disziplinen antreten. Ich habe mega Hunger, mein Bruder auch. Vielen Dank, Mama, wenn du das hier siehst. Mega geil hier. So, das leckere Essen ist jetzt fertig, Luca. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Vielen Dank, dir auch. Ein kleiner Geheimtipp von mir, dieses Gewürz hier, Mexiko-Chili-Gewürz, das ist sowas von lecker. Das habe ich von meinem Opa zu Weihnachten geschenkt bekommen, das ist sowas von geil. Du kriegst auch was, Bruder? Das ist Leben, Freunde. Das tut so gut nach so einem Workout. Mhm. Vor allem, wir haben heute erst den Eiweißriegel gehabt und ein Proteinshake. Ich merke gerade, dass ich Krämpfe in meinen Beinen bekomme, deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen Magnesium nehmen, damit wir die Challenge auch optimal bestreiten können, ne, mein Freund? Auf jeden Fall, du. Ist mit Cranberry-Geschmack, probier auch mal. Was noch ganz wichtig ist, genügend zu trinken, wenn man relativ viel Sport macht, so kann man die Krämpfe auch vermeiden. So, Luca, du darfst die nächste Disziplin hier ziehen, aus unserem Säckchen. Ja, oh, eine Fahrradtour, Nico. Ich würde sagen, im Dunkeln, das schmeckt schon, ne? Aber dafür haben wir ja die Taschenlampen, Luca. So, wir haben jetzt 18.41 Uhr und ich mache jetzt die Fahrräder mal klar für uns. Ich würde jetzt viel lieber mit dem Motorrad fahren. Ich glaube, der Luca, der nimmt einfach mal ein Fahrrad. Ich nehme Motorrad. Nein, Spaß beiseite. Wir haben jetzt hier 3 Fahrräder. Da oben haben wir auch noch 2 Fahrräder. Jetzt haben wir hier noch ein BMX-Rad. Wo ist denn der Luca? Mensch, was machst du denn da? Wolltest du die Zuschauer erschrecken oder was?
So, Freunde, wir machen jetzt eine kleine Radtour um den Block, circa 15 Minuten. Mein Bruder hat hier einen AMG. Ich fahre heute mal einen Porsche. Er muss sich lupen lassen. So, Leute, wir waren doch jetzt 20 Minuten radeln. Wir haben 125 Kalorien verbrannt. Und Luca, wie fühlst du dich? Auf jeden Fall recht kalt draußen. Ich habe meine Arsch gefroren draußen. Hände auch, die kribbeln richtig. Und sie brennen so ein bisschen. Wir haben jetzt knapp 3400 Kalorien schon verbrannt. Und ganz wichtiger Tipp von mir, wenn ihr Kalorien verbrennen möchtet, lauft einfach mal am Tag relativ viele Schritte. Das verbrennt auch ungemein an Kalorien. So, Nico, ich habe jetzt hier für dich den Beutel. Genau, wir haben jetzt noch zwei Disziplinen. Wir haben jetzt Boxtraining und da können wir gleich die andere Disziplin auch mit verbinden, denn vor dem Boxtraining macht man sich ja mit Seilspringen warm. So, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Seilspringen zum Warmmachen. Danach werden wir dann in meinen Trainingskeller gehen und die anderen Aufwärmübungen machen für das Boxtraining. So, ich hau auch wieder meinen Tracker an. Ich stelle das Ganze hier auf Training ein und gebe ihm. Leute, ich bin ehrlich, Seilspringen ist echt nicht meine Stärke und ich hasse das übertrieben. Und hier ist auch nicht viel Platz. Ich würde sagen, so 1-2 Minuten zum Warmmachen hier. Jetzt bin ich an der Reihe. So, Leute, jetzt geht's weiter mit den anderen Aufwärmübungen, aber die werden wir in meinem Keller machen. Jetzt fragt der ein oder andere sich mit Sicherheit, hey Nico, warum kennst du dich mit Boxen eigentlich so aus? Mein Vater war leidenschaftlicher Boxer und das knapp 30 Jahre lang. Deswegen haben wir auch sehr viel Equipment wie diese Boxhandschuhe hier, so eine Pritsche hier, Bandagen und den guten alten Boxsack hier. Mein Vater hat sich das Ganze hier eingerichtet, wo wir hier eingezogen sind und hat das Ganze so uns auch ein bisschen mitgegeben, damit wir den Sport auch ausführen. Also ich mache hier und da mal Boxtraining hier unten mit meinem Bruder, aber auch nicht allzu oft. Denn mein Fokus liegt auf Fitness, aber mein Vater hat so eine Mischung rausgemacht. Fitness und Boxen, deswegen haben wir hier Fitness-Sachen, sowas wie Hanteln. Hier haben wir noch zwei Bänke, die ist hier relativ neu, die habe ich mir letztens noch zugelegt. Wir haben uns hier noch Latzug selber gebaut. Hier zwei Dübel rein und hier ist die Übersetzung, alles selbst gebaut. Hier steckt wirklich viel Liebe drin, ich weiß, es ist ein bisschen unaufgeräumt, aber wir fühlen uns hier wohl, wir können hier alles machen, ich liebe diesen Keller. Und wenn ihr Bock auf mehr Trainingsvideos hier habt, dann lasst einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Vielleicht hat der ein oder andere von euch da draußen auch einen Trainingskeller, das würde mich mal interessieren. Ich werde jetzt mit dem Teil hier ein bisschen meine Schultergelenke aufwärmen und meine Rotatoren. Fangen wir einfach mal an. Ich mache diese Routine eigentlich immer durch. Was ich noch ganz gerne mache für die hintere Partie, gerade im Boxsport ist es wichtig, dass man die Rotatoren vernünftig aufwärmt. Schultern, auch sowas wie Ellbogen, sowas wie Handgelenk, ist so ein Punkt beim Boxen, was man sich relativ schnell verletzen kann. Und wo die meisten auch Probleme drin haben. Das ist auch noch eine ganz geile Übung. Das Teil ist sogar besser als so ein Flexband, weil wir haben hier einen Griff und wir können das Ganze irgendwo befestigen und dann auch diese Übung hier machen. Die ist auch ganz geil. So, Freunde, was noch eine geile Übung ist zum Warmmachen, der Hampelmann. Ich habe gerade feststellen müssen, dass ich mega die Krämpfe bekomme. Also meine Beine sind gerade richtig abgefuckt von den ganzen Laufen heute. Kennt ihr das, wenn ihr nach dem Training so krasse Krämpfe bekommt? Ich kann gar nicht mehr stehen, ich musste gerade sowas von dehnen. Oh, ich schwör's, ich kann nicht stehen, ich kann die nicht anspannen, Digga. Aber jetzt geht's weiter mit dem Boxtraining. Und ich würde sagen, Bandteil, hängen wir mal hier oben auf. So, und hier hängt der Kollege. Ich werde jetzt nur eine Bandage verwenden für meine Schlaghand. Drin ist die Keule und könnt es loslegen. Ich würde sagen, ich boxe mal ein bisschen hier gegen den Sandsack und ihr könnt mir ja Feedback geben, wie das Ganze dann aussieht. Wenn ich eins von meinem Vater gelernt habe, ist es wichtig, dass man einen vernünftigen Stand hat, dass man die Deckung oben behält. Besonders die Hand ist sehr, sehr wichtig. Das ist meine Führungshand. Hier tastet ihr euch an die Gegner heran. So. Und die kommt von hinten hinaus. Ganz, ganz wichtig, Kinn immer bedeckt halten. Und ja. Ich muss das Gerät jetzt mal stabilisieren. Das Eier, das ist viel zu viel hier rum. Ich würde sagen, los geht's. Härter. Zum Schluss habe ich mich einfach mal ausgepowert. Scheiß auf Deckung, einfach drauf, Mann. Ah. Digga, das macht irgendwas Spaß. Sorry, Mann. Ey, Leute, kennt ihr schon den hier? Steht einfach so, guckt den Gegner an. Nehmt das Ganze auch bitte mit Humor, Mann. So, Luca, du bist an der Reihe. Gib alles, hau mir nicht in die Fresse und alles ist gut. Mann, der Busch hat's voll drauf, Alter. Boah, der hat ordentliche Wumms, Alter. Mit 15, Digga? Von dem will ich keinen in die Fresse bekommen. Ah, Junge! Der hat mich einfach getroffen. Junge. Ich würde sagen, jeder 10 Schläge in das Teil hier. Los geht's. Und.
So, Freunde, Workout ist done. Wir haben jetzt hier 488 Kalorien verbrannt in einer Stunde Boxtraining. So, Leute, an dieser Stelle wollen wir das Video auch beenden. Wir haben jeweils 4100 Kalorien verbrannt. Unser Ziel war ja 10.000, aber wir haben leider nur 8200 erreicht. Wir haben heute natürlich eine Menge Sport gemacht. Wir hätten natürlich auch mehr machen können, um noch mehr Kalorien zu verbrennen. Ich muss sagen, Nico, das war wirklich anstrengend heute, aber es hat trotzdem sehr Bock gemacht. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, lasst jetzt mal 1000 Daumen nach oben da, Leute, um uns mal ein bisschen zu supporten und diesen Scheiß zu unterstützen. Dann werden wir auch mehr solcher Videos rausbringen. Und wenn du hier neu auf dem Kanal bist, kannst du auch mal gerne abonnieren. Genau, mach es einfach mal, dann ist es kostenlos. Und ich würde sagen, peace. Und aus.